Moin, meine Lieben. Wir wuseln weiter in Stonehearth. Bei mir jetzt Sigero. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Und gerade unsere Jungs und Mädels quatschen und ein bisschen essen. Die haben nämlich gerade Karotten bekommen. Und ja, Essen ist das Thema, denn das haben wir tatsächlich gar nicht mal so viel. Deswegen müssen wir mal kurz gucken. Den lassen wir stehen, der sieht gar nicht so schlecht aus. Nein. Den können sie ruhig wegmachen. Die noch. Und die noch. Okay. Damit können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen arbeiten. So, wie ihr seht, der Carpenter ist jetzt hier unterwegs in seinem Häuschen. Ich bin der Meinung, ich habe für den Carpenter sogar eigentlich ein Schild mal in Auftrag gegeben. Kann auch sein, dass ich es verkauft habe. Das ist aber nicht schlimm, denn wir können das neu herstellen. Denn der Carpenter, jeder soll wissen, dass da auch der Carpenter drin wohnt. Und dann brauchen wir das Schlafzelt. Wir haben massive Holzsorgen auf dieser Karte. Immer und immer wieder. Das heißt, wir gucken uns mal kurz um und sagen, die vier und den können wir schon mal holen, den kleinen hier auch. Und die zwei. Die werden uns erstmal wieder ein bisschen mit Holz versorgen. Gather and replace. Was? Mal gucken, ob Replace auch heißt, dass die dann, wenn wir die Samen haben, dass die da auch wieder welche Samen legen? Keine Ahnung. Aber Holz ist Holz und Holz ist wichtig. So, mein Ziel ist Steine einlagern. Steine einlagern würde ich ultra gerne hier machen. Hä? Wieso ist das weg? Ich bin ja mal. Habe ich das geträumt, dass ich hier was gebaut habe? Kann natürlich sein. Okay, dann müssen wir das wohl nochmal machen. Nee, das habe ich doch schon. Hat er irgendwas gelöscht oder was? Das setzen wir lieber gleich. Hier hätte ich doch auch einen Auftrag gegeben, dass da ein Fenster rein sollte eigentlich. Vielleicht verschwindet es auch noch von allein. So, das ist ready. Dann jetzt erstmal hier die Tür. So. Betten. Zäune. Ich habe das
ist doch da alles schon gebaut gehabt eigentlich im Berg. Das ist seltsam. So. Ein paar Sachen haben wir jetzt schon mal erledigt. Das ist wieder weg. Ist nicht schlimm. Wir wollen mal ein Fenster produzieren. Produzieren wir mal das. Hat der denn jetzt hier das Schild? Ja. Ach, das haben wir da sogar schon. Mal gucken, ob wir noch ein Schlafhaus bauen. Okay, das ist nicht, ja, nichts erfüllt gerade. Ist ein bisschen doof, aber ist nun mal so. Oh, hier wollen Leute was verkaufen. Aber zurzeit brauchen wir das nicht. Eigentlich haben wir nämlich recht viele Sachen. Was wir aber mal machen könnten, gibt es neuerdings vielleicht sogar Fackeln für Wände, so seitliche kleine? Nee, ne? Da müsste Level 5 sein dafür. Oha. Weil wir haben Mason. Also ein Steinmetz. Hier ist das Fenster, was ich haben wollte. Das war da rein. So, natürlich hatte ich das schon gesetzt. Irritierend, aber vielleicht verschwinden auch Dinge, die dem Spiel vielleicht irgendwann nicht so gefallen. Das wäre dann natürlich ein blöder, fieser Bug, den ich gefühlt ignorieren muss. Leider. Kann natürlich sein. So, aber ja, wir kommen zum Punkt, den ich auch meinte, Lager. Und zwar ein Steinelager. Ein Steinelager fände ich tatsächlich, wenn ich hier überall penne. Machen wir so, wenn ich hier dann auch penne. 1, 2. Wand hier. Bis hier. Oh, Tatsache, sind Wölfe hier. So, der soll jetzt unser Dorf schützen. Alleine. Mal gucken, ob er es hinkriegt erstmal.
wir haben ja so ein bisschen Ausrüstung eigentlich schon geholt. Und ja, ich benenne euch noch, keine Angst. Das folgt noch. So, ein Schild hat er. Ich glaube, ich würde mich bald mal gerne schützen, dass ich hier eine Wand ziehe. Jetzt sind wir hier oben, ne? Hier hat jemand sehr günstig Lehm gekauft. Ich habe doch selbst Clay. Danke, ich konnte ihm einfach mal. Oh, der hat neben unserem Camp eine Kiste gefunden. Oh. Kann ich mal eine aufmachen, bitte? Mal kurz. Hallo. Hast du das? Was ist das denn? Kokosnüsse. Hat uns der Typ hier was angeschwätzt? Das gibt's ja wohl nicht. Der Typ hat uns hier einfach eine Falle gelegt. Das ist ja frech. So, die mögen da installiert werden, die Sachen. Da dieses Fußregal auch. So, und der Steinmetz hat seinen Tisch jetzt gesetzt. Das ist doch gut. Können wir bei dem auch so ein Gartentor bauen? Mal gucken. Hier den Zaun, das hätte ich gern. Ein Tor für Tiere. Das ist witzig. Oh, ich werde hier was ausprobieren. Man auch so einen Post auf so ein Ding setzen kann. Einfach nur, weil es witzig ist. Und das meine ich hier, dann leuchtet das richtig schön.
So, der Carpenter ist wirklich also am produktivsten hier. Gucken, ob ich auf die Dinger nee, aber ich kann es an die Seite hängen. Leuchtet das Feld, hat einen Eingang dann. Schön. Oh, was denn? Wie trägt er die denn? Total behutsam. Sehr schön. Das sieht gut aus. So, die Blume hätte ich gern. Die auch. So. Wie weit sind wir denn hier? Auch schon gut was gefunden. Knochen, das ist gut. Oh, windig. Wind hatten wir jetzt noch lange nicht. Das ist neu. So, werdet alle wach, macht mir die Mine zu Ende, sammelt die Sachen ein. Und auch hier diese Kokosnüsse, die wir platt gemacht haben. Hätten wir natürlich sehr gerne wieder. Ah, fast. Fast haben wir den Nettowert. Naja, man kann nicht alles haben. Haben wir doch schon so gute Sachen gesetzt. So, unser Carpenter hat wieder angefangen zu arbeiten. Das ist schön. Wir können uns ja mal bemühen, die Straße weiterzubauen.
Ach, was ist hier wieder das Problem? Das müsste gleich verschwinden. Ja, schade, wo er jetzt wieder das Problem gehabt hat. Das ist halt immer noch so. Der Baumodus ist das Einzige, was verbuggt ist in dem Spiel. Fast. Ja, fast. Ach, schon wieder der. Der Typ hier entschuldigt sich dafür, sieht aus wie ein Pirat. Er sagt, diese Kokosnüsse verursachen Probleme. Wir wissen immer noch nicht, woher die kommen. Ja, ja. Du mich auch, Freundchen. So, es müssen nur noch die anderen Sachen hier gesetzt werden. Das geht nicht. Okay. Aber das geht. Gut. Jetzt sieht das hier auch noch ein bisschen mehr Wegen aus, die benutzt werden können. Finde ich besser. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben auf jeden Fall es ein bisschen alles modernisiert. Ich hoffe, der speichert das jetzt auch alles so, wie ich das vorhab. Wir haben die Möglichkeit, hier ein Lager für Steine zu errichten. Wir werden das in der nächsten Folge auf jeden Fall tun. Denn die Steine draußen, die sind nicht ohne. Ja? Das sind viele. Und das will ich noch erledigen. Dann, dass die halt wegkommen. Und wir sehen uns, wie gesagt, nächstes Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich vergesse eure Einbindung in das Dorf nicht. Keine Angst. Bis bald. Tschüss.